Marty, bist du da? Wo bin ich hier? Scooterhelden Berlin? Großer Gott! Wow, Doc Brown! Bist du im richtigen Film? Leute, das sieht ja aus wie das Original Hoverboard aus Zurück in die Zukunft. Doc Brown ist schon wieder weg, aber er hat uns das dagelassen. Schwebt das? Nein. Ich sehe gerade. Wow, was ist das denn? Yes! LEDs und jetzt geht mein Herz auf und es fährt sogar. Richtig cool, ich dreh's mal um und da sehe ich auch schon, kein Hoverboard Original, sondern ein Hover Skateboard. Das heißt, die Kombination aus Hoverboard und Skateboard hier mit Elektroantrieb. 500 Watt, 18 km/h und 15 km Reichweite. Und das Ganze heute exklusiv für euch auf dem Tempelhofer Feld. Und genau da geht es mit dem Teil hin. Ich habe mir das Ding jetzt mitten auf dem Rücken geschnallt. Die 10,5 Kilogramm kann man noch verhältnismäßig gut tragen. Das geht immer noch. Und mit dem Einrad fährt sich das auch relativ human. Also ich bin jetzt mal echt gespannt, was das Hoverboard, Hoover Skateboard so mit sich bringt. Welche Raffinessen auf uns warten und vor allem wie schwer es ist, vor allem als Fahranfänger, sich auf so ein Ding zu stellen und so die ersten paar Meter damit zu fahren. Also was ich auf jeden Fall schon mal richtig, richtig cool finde, ist die Handlebar. Das heißt, ihr könnt das Ding hier direkt greifen und könnt es halt eben mitnehmen, ohne dass ihr jedes Mal einen Rucksack dabei haben müsst. 10,5 Kilo ist natürlich fett, aber mein Gott, wenn ihr ein Einrad dabei habt, so wie ich jetzt gerade, dann ist auch die Strecke relativ schnell erledigt. Also Leute, was ist jetzt eigentlich von diesem Hoover Skateboard Balance Board Mix zu halten aus Asien? Ich kann es euch nicht sagen. Ich will euch nur sagen, ein paar Eckdaten, das Ding hier wiegt 10,5 Kilogramm, ist an sich relativ gut verarbeitet, bringt eine Menge Features mit. Zum einen die Doppelbereifung unten mit 6,5 Zoll und Hartgummi, darüber hinaus ein 500 Watt Motor, der das Ganze auf 18 km/h beschleunigt und wohl angeblich 16 Kilometer weit fährt. Darüber hinaus verfügt das Gerät hier über eine Bluetooth-Schnittstelle und Audio-Lautsprecher. Das heißt, hier könnt ihr eure Mucke direkt abspielen über das Board. Ja? Und das Ganze bedarf natürlich ein bisschen Übung und genau deswegen bin ich heute hier. Das heißt, wir probieren jetzt mal aus, wie sich so ein Teil fährt, wenn man sich das erste Mal raufstellt. Wie ihr jetzt gerade seht, ja, haben wir hier gerade den Parallel-YouTube-Kanal Trio Game, ist richtig? Yeah, Trio Gaming mit Gerardo! Und der wird das Ganze heute für uns testen, mein Freund. Du kriegst sogar ein Mikrofon. Das Ganze einfach nicht so nah ran, einfach so ein bisschen halten in dem Fall. Schon ist die Welt in Ordnung. So, du bist heute das Opfer, was jetzt hier heute unser... Ja, Hover Skateboard testen darf. Hast du schon Erfahrung mit der ganzen Nummer? Na klar, wir haben ja das One-Wheel Skateboard und ich denke mal, obwohl es auch zwei Räder hat, dass es sich, sag ich mal, gleich anfühlen wird zu fahren. Aber ich bin mir noch nicht sicher, weil es halt zwei Räder hat. Ne? Schauen wir einfach mal. Probieren wir es einfach mal aus. Lass es am besten ganz, das wäre ganz toll. Ja, ist es schon eingeschaltet, oder? Es ist noch nicht eingeschaltet, aber wir werden es jetzt zusammen gleich mal einschalten. Okay. Baby, I'm painting blue, what I'm about to do. Hat dir gefallen? Sehr gut, gefällt mir mega geil. Man muss sich dran gewöhnen, der Schaukel ein bisschen durch die zwei Räder links und rechts. Aber ich denke, sobald man das drauf hat, das macht auf jeden Fall mega Bock, mega Spaß. Vor allem die LEDs an der Seite, finde ich auf jeden Fall cool, das Board. Ja, der Girard hat es ja schon vorgemacht, aber der kann das natürlich auch vom One Wheel. Ja, auf das One Wheel stellen wir uns nachher nochmal und probieren das auch nochmal aus, wie das im Vergleich ist. Jetzt probiere ich das mal als Grobmotoriker. Boah, krass, krass, krass. Okay, okay, warte, warte, warte. Ey, das ist ja krass, Alter. Fuß. Letztlich. Das ist geil. Aber es macht schon Gaudi. Yeah, Mann, ich fahr die erste Kurve, Dicker. Ey, sag mal, ich muss doch mal einen Meter vorwärts kommen hier. Das Einzige, was ihr braucht, ist ein guten Gleichgewichtssinn. Ja? Viel Mut. Und am besten eigentlich ein paar Protektoren und einen Schutzhelm. Die habe ich jetzt aber vergessen. Ja, sag mal, das gibt's doch nicht. Ey, ich komme nicht mal vorwärts. Stell ich mich zu doof an? Als will ich keine YouTube-Kommentare haben. Ja, du stellst dich zu doof an. Ey, 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 ey. Ey, das war schon gut, ja? War nicht schlecht, oder? Das war nicht schlecht. Rechter Fuß hier. Ja, hier ist auch kein Sensor. Der Sensor beginnt erst hier vorne, ja?
so in der Mitte. Und erst wenn ihr da drauf steht, beginnt das Teil, macht das Teil gar nichts. Das hat sich abgeschaltet. Ja, krass. Ich weiß nicht, ob das jetzt eine Sicherheitsschutzschaltung ist, dass das Board sich abgeschaltet hat, weil ich gerade einen Max gemacht habe. Ich guck mal, dass ich das wieder eingeschaltet bekomme. Das geht nicht. Ja, krass. Das geht nicht. Was ist das denn? Ja, Freunde, das ist jetzt hier der Vorführeffekt. Also der Akku ist definitiv voll und das Board hat sich abgeschaltet und lässt sich nicht wieder einschalten. Das bedeutet für mich unterm Strich, ich meine, das Ding kostet mal entspannt 500, 600 Dollar da drüben in Asien, dass hier irgendwas nicht in Ordnung ist und man sich selber natürlich die Frage stellen sollte, nimmt man sowas mit in den Shop rein oder investiert man lieber gleich ein bisschen mehr Kohle und zieht sich das One Wheel rein. Yes, und genau das machen wir jetzt. One Wheel. Ja Leute, unser Hover Skateboard hat uns im Stich gelassen, aber nichtsdestotrotz habe ich hier bei den Jungs von Steckdose Berlin das One Wheel gefunden. Yes. Ja, der Trend aus den USA, hier bei den Jungs von Steckdose und jetzt switchen wir einfach rum, griff geschissen auf das andere Gerät, ja, hat ja nicht funktioniert, also gucken wir uns jetzt einfach mal das One Wheel an. Warum nicht? Das One Wheel. Das ist natürlich nochmal eine ganz andere Nummer. Hier haben wir ein zentrales Rad in der Mitte, sehr groß. Außen zwei Bretter mit jeweils einem oder zwei Sensoren? Ein Sensor. Ein Sensor. Das heißt, sobald wir uns hier raufstellen, Alter, wie, ich pack mich aufs Maul, müsste sich das One Wheel ausstabilisieren. Wow, was auch tut. Das ist ja geil. Das ist ja geil. Oh, krasse Scheiße. Ja. Ja, aber es sieht echt fett und futuristisch aus. Oh, krasse Scheiße. Aber ey, Mann, wer ein cooler Typ ist, der kann das Ding auch fahren. Yeah, ey, krass, Mann. Ey, ich bin jetzt kein Skateboarder oder Longboarder, aber... Alter, ich habe mir richtig wehgetan. Hast du das? Habe ich. Sag mal, ja? Naja, hier so die Handballen, das ist endlich eher mein Ego und mein Stolz, was jetzt verletzt ist in dem Fall. Egal, das wann wir testen wir beim nächsten Mal noch mal ein bisschen ausgiebiger. Ich find's richtig toll. Braucht ihr das noch? Alter, das hat so ein bisschen was von Let's Go Surfing, oder? Ja, ein bisschen, ne? Der Unterschied ist nur der, dein Board funktioniert. Ja, mein. Da gibst du dir recht. Ja, also wo ist jetzt das Problem? Das Hover Skateboard funktioniert nicht mehr und das Ganze nach 5 Betriebsminuten. Das One Wheel hingegen, habe ich schon richtig weggelümmelt, läuft noch wie Bolle und sieht einfach rattengeil aus, kostet aber einen Haufen Schmotte, oder? Ja, jede Menge. Ja, aber du siehst echt gut aus auf dem Ding. Zeig doch noch mal kurz, wie du eine Runde um mich drehst. Und wisst ihr, was ihr mit dem Hover Skateboard noch machen könnt? Fliegenklatschen! Ja, also wenn nichts mehr geht, Freunde, das Hover Skateboard ist aktuell nicht zu empfehlen, zumindest nicht das hier. Das kostet mal entspannt 500 Dollar da drüben. Oh, voll in Hacken, Alter. Jetzt ist er mir mit dem One Wheel in den Hacken gefahren. Weiß ich natürlich nicht. Aber wenn ihr Bock habt, mal hier vorbeizukommen nach Tempelhof, mal so ein paar Sachen zu mieten und ein bisschen was auszuprobieren, dann kommt einfach zur Steckdose Berlin, ja, kommt zu Gérard und geht ihm mal so richtig auf den Sack. Bitte nicht. Bis dahin und bis zum nächsten Mal, eure Scooter in Berlin, inklusive Steckdose Berlin.